Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Heute geht es ja zum CEWE-Webinar mit dem Thema schnell zum CEWE-Fotobuch. Und wir wollen heute tatsächlich einige Wege aufzeigen, mit denen man wirklich ruckzuck so ein CEWE-Fotobuch erstellen kann. Es geht also heute nicht um die High-End-Gestaltung bis in die letzte Spitze oder in die letzte Ecke Ihres CEWE-Fotobuches, sondern es geht darum, schnell und vor allem einfach und leicht so ein CEWE-Fotobuch zu gestalten. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Einsteiger, also viele neue Teilnehmer heute dabei sind, weil sie einfach sagen, Mensch, vielleicht gibt es ja irgendetwas, was zügig geht, was ich nutzen kann. Und da möchte ich Ihnen heute eigentlich drei Wege zeigen, wie man das machen kann. Und wir schauen mal, ob Ihnen das gefällt. Wir haben technisch so ein kleines Problem, das können wir noch nicht genau lösen mit meiner Freigabe des Tablets, aber wir kriegen das ganz gut hin, ich bin da ganz zuversichtlich. Und jetzt geht es hinein in unsere Inhalte, also was soll uns beschäftigen? Für die schnellen Gestalter, so habe ich es einfach mal genannt, wollen wir Ihnen Lösungen zeigen, wie ich wirklich ruckzuck so ein CEWE-Fotobuch erstellen kann. Und da gibt es natürlich in unserer Gestaltungssoftware einen Assistenten und der kann mittlerweile viel mehr als noch vor einiger Zeit. Also da hat man sich so ein bisschen Gedanken gemacht und das wollen wir Ihnen zeigen und vorstellen. Aber es gibt auch eine App oder sogar zwei, mit denen ich arbeiten kann und die wollen wir Ihnen so ein bisschen präsentieren. Auch wenn ich es nicht live machen kann, haben wir einige Bilder hier vorbereitet, dass wir das Ganze hier zeigen und vorstellen können. Und wie kann ich dann das, was der Assistent gemacht hat, ändern, anpassen an meinen Geschmack? Das werden wir natürlich sehen. Und der letzte Schliff, das ist dann die Ergänzung von Inhalten, Texten, dergleichen mehr. Das wollen wir Ihnen alles vorstellen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich wünsche Ihnen ein schönes CEWE-Webinar. Es geht los. Wir schalten den Monitor um. Ja, und ich habe hier mal das Cover gestaltet. Ich nenne es Kreativ-Webinar, weil es jetzt schon in den Bereich der Gestaltung hineingeht. Jetzt schauen wir mal auf das, was wir heute hier nach und nach abarbeiten möchten, also für die schnellen Gestalter, da wollen wir beginnen. Und da schauen wir noch einmal auf eine Ansicht hier in unserem heutigen Seminarbuch. Es gibt drei Wege zur Gestaltung. Die Online-Gestaltung, das ist der blaue Bereich, das findet also alles im Internet statt. Das ist also die Gestaltung im Browser. Ich logge mich ein, cw-fotobuch.de oder bei unseren Handelspartnern und kann dann tatsächlich im Browser hier ein CEWE-Fotobuch gestalten. Es gibt die Gestaltungssoftware und die wollen wir uns als erstes anschauen. Und es gibt dann eine oder sogar zwei Apps, mit denen man arbeiten kann. Die möchte ich Ihnen dann anschließend vorstellen. Also wir beginnen mal mit der Gestaltungssoftware. Und wenn wir da über schnelle Gestaltung sprechen, dann sprechen wir ganz einfach über unseren Assistenten. Und dieser Assistent ist eine Möglichkeit der Gestaltung, die es gibt. Ich zeige Ihnen das jetzt hier mal. Es wird dann im Programm, das werden wir gleich live sehen, entschieden, gestalte ich selbst oder soll der Assistent helfen oder einen Vorschlag machen, so wird es richtig gefragt. Und da entscheide ich mich für den Assistenten. Und der Vorteil ist, dass es schnell, einfach und zeitsparend geht, ja, die Gestaltung. Natürlich wird nicht so ein Buch entstehen, wie Sie es in der freien, kreativen Gestaltung umsetzen können. Das kann der Assistent nicht leisten. Aber zumindest geht es schnell, dass man erst einmal, ich sage immer, eine Arbeitsgrundlage, eine Basis hat. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen, wie das im Einzelnen funktioniert. Und deswegen gehen wir hier einfach mal ganz nach oben auf diesen roten Balken. Ich öffne praktisch einfach die Startseite noch einmal unserer Software. Und jetzt gehen wir hier Schritt für Schritt in der Gestaltung vor. Wir wissen, oder für diejenigen, die es noch nicht wissen, es gibt dort immer einen Weg, den man gehen muss. Als erstes wird das Buchformat ausgewählt. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Großpanorama, bedeutet ein Querformat in der Größe A4. Im zweiten Schritt wählt man das Papier für die einzelnen Seiten aus. Hier gibt es zwei Bereiche, den Digitaldruck und das Fotopapier, das ist also das Material der Innenseiten. Wie unterscheiden sich die Dinge? Der Digitaldruck, der wird in klassischer Buchbindung hergestellt, heißt, wir drucken die Seiten und binden dann das Ganze zum Buch und wir sehen hier,
die Optik, ja, ganz oben bei diesen drei verschiedenen Papieren. In der Buchmitte läuft dieser Buchblock zusammen. Das kennt man einfach aus dem Buchhandel, die klassische Buchbindung. Bei den Fotopapieren ist es etwas anders. Hier haben wir praktisch eine ganz andere Buchbindung, eine sogenannte Lay-Flat-Bindung. Bedeutet, die Seiten liegen ganz glatt und plan. Ich habe also in der Buchmitte keine Motivunterbrechung. Beide Buchbindungen sind sehr haltbar, sehr stabil, da muss man keine Angst haben. Ich wähle jetzt hier trotzdem einfach mal den Digitaldruck aus. Und als drittes wähle ich die Einbandvariante für mein CW-Fotobuch. Hier gibt es zum Beispiel bei diesem Format das Softcover, das wäre also das bewegliche oder der bewegliche Einband, oder eben den Hardcover, den stabilen Einband, den wähle ich aus. So, links sehen wir in der Ansicht das, was ich ausgewählt habe, also das Buchformat, das Papier und den Einband. Und jetzt kommt genau dieser Punkt, den ich eben schon beschrieben habe. Jetzt muss ich mich entscheiden, wie möchte ich gestalten. Also, linke Seite, Vorschlag erstellen, hier arbeitet also der Assistent. Oder rechte Seite, das ist die kreative Gestaltung, hier bin ich von Anfang an derjenige, der gestaltet, also Autor meines Buches. Warum geht es über den Assistenten schnell? Das möchte ich Ihnen zeigen. Wir klicken also nun auf Vorschlag erstellen und damit beginnt praktisch das Programm zu arbeiten und jetzt sind wir praktisch schon im Assistenten. Und dieser Assistent bietet mir jetzt Möglichkeiten, wirklich schnell einen Vorschlag für ein komplettes CW-Fotobuch zu bekommen oder zu erhalten. Und wie geht man vor? Eigentlich mache ich nur zwei Schritte. Ich wähle als allererstes meine Fotos aus. Wie macht man das? Ich ziehe die entweder hier einfach nach rechts in diesen grauen Bereich, also anklicken, rüberziehen. Ja, und so kann ich die Fotos auswählen, die ich einfügen möchte. Oder ich mache mir es noch einfacher, ich nehme ganze Ordner. Und zwar klickt man nun links oben auf Ordner auswählen und kann jetzt in diesem Menü ganz unten einfach sagen Ordnerinhalt einfügen. Das kann ich jetzt mit einem Ordner machen, mit zwei Ordnern, mit fünf Ordnern. Das ist mir überlassen. Ich wähle also jetzt alle Fotos aus, die letztendlich vom Assistenten in mein CW-Fotobuch hier eingefügt werden sollen. Heißt also, ich muss im Vorfeld natürlich wissen, welche Bilder sollen ins Buch hinein. Und da gebe ich immer folgenden Tipp. Versuchen Sie vielleicht im Vorfeld eine Bildauswahl, bevor Sie also mit der Gestaltung starten, vorzunehmen. Heißt, ich empfehle Ihnen, machen Sie sich einfach einen Ordner, in dem Sie alle Fotos einfügen, vielleicht auch die vom Smartphone oder von anderen Kameras, wenn die Frau oder der Mann mit fotografiert hat oder der Freund und die Freundin. Also sammeln Sie in einem Ordner alle Ihre Fotos und den können Sie dann, wenn Sie wollen, hier im Assistenten freigeben. Ich habe jetzt hier mal einen anderen Ordner geöffnet. Ich sage also hier Ordnerinhalt einfügen. Hier im Ordner liegen, wir schauen mal ganz nach rechts in die Mitte, 94 Fotos sind jetzt hier ausgewählt. Und jetzt kann ich hier doppelte Fotos oder Fotos, die nicht hier hineingehören, trotzdem noch entfernen. Jetzt nehmen wir mal die Winterbilder einfach hier oben raus. Anklicken, löschen und da sind sie weg. Doppelte Bilder, die ich habe. Anklicken, weg. Wenn jetzt hier noch irgendetwas fehlt, gehen Sie wieder in die Auswahl nach links und könnten jetzt weitere Fotos auswählen, entweder von Hand einfügen oder eben ganze Ordner. Wenn ich das jetzt getan habe und meine Fotos vorab noch nicht sortiert habe, kann ich das jetzt. Schauen Sie mal ganz nach unten in den dargestellten Fotos. Da gibt es hier unten eine Funktion, also hier in der Ecke liegt das letzte Bild mit diesen Verkehrszeichen und darunter gibt es Optionen für die Fotoauswahl. Ich klicke da einfach mal drauf und jetzt kann ich hier dem Assistenten sagen, sortiere mir doch bitte meine Fotos oder beachte folgende Fotos besonders, Gesichter, Landschaften und so weiter. Ich empfehle Ihnen einfach hier unten nach Aufnahmedatum oder nach Dateinamen zu sortieren. Sie sehen immer, dahinter bewegt sich was, ja, und da wird umsortiert. Und so kann ich mir jetzt meine Fotos, wenn noch nicht im Vorfeld passiert, dann in eine entsprechende Reihenfolge bringen. Wenn Sie Ihre Fotos im Ordner sortiert haben, müssen Sie hier nichts machen. Ja, so einfach geht das. So, jetzt schauen wir mal nach oben über unsere
ausgewählten Fotos. Hier kann ich sogar einen Buchtitel eingeben. Reise nach Kapstadt schreibe ich jetzt hier einfach mal. Und Kapstadt, so wird es geschrieben, 2017. Machen wir einfach mal, das soll mein Buchtitel sein. Das kann ich hinterher noch ändern. Ich trage es jetzt hier ein. Der wird dann vom Assistenten übernommen. So einfach geht das. So, und es kann weitere Sachen machen an dieser Stelle. Das will ich aber erstmal noch nicht zeigen. Ich könnte jetzt hier noch Bilder vielleicht verändern und bearbeiten. Das sind Sachen, die jetzt an der Stelle hier einfach noch nicht hingehören. Ich will Ihnen zeigen, wie schnell es eigentlich geht. Also Bilder sind ausgewählt, Buchtitel ist eingetragen, eventuell sortiert nach Bedarf. Und jetzt kann man, schauen Sie mal nach rechts, hier gibt es so zwei Schieberegler. Wenn ich den oberen Schieberegler bewege, das ist die Seitenanzahl im Buch, ändert sich der untere Schieberegler mit. Und so kann ich zum Beispiel bestimmen, wie viele Fotos sollen denn durchschnittlich auf der Seite im Vorschlag abgelegt werden. Und hier empfehle ich immer so zwischen 3 bis 4 Fotos. Also wenn ich oben die Seitenanzahl erhöhe, verringert sich natürlich die Bildanzahl je Seite. Und so kann ich das einstellen. Jetzt habe ich also 26 Seiten, Mindestseitenanzahl und rund 3,5, also 3 bis 4 Fotos je Seite. Mehr muss ich nicht mehr machen. Jetzt klicken wir unten rechts im Assistenten auf Stil auswählen. Und jetzt machen wir einfach nur noch Folgendes. Wir ziehen jetzt hier aus dem Auswahlbereich, da liegen unsere Stile, einfach mal einen Stil nach rechts. Und schon wird jetzt ein Vorschlag vom Assistenten erstellt. Das geht wirklich rund. Wir sehen es. Jetzt wird tatsächlich gestaltet. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir schon in diesem Kreis den Buchtitel. Ja, das ist also die Einband-Titelseite, die ich hier sehe. Und wir sehen unten in der Ansicht weitere gestaltete Seiten. Nun sind die sehr bunt. Das liegt einfach daran, dass der Stil, wir schauen nach links, farbenfroh heißt, also bunte Farben hat. Und jetzt ist der ganze Vorschlag hier erstellt und ich könnte jetzt an der Stelle sagen, gefällt mir, will ich weiterarbeiten oder ich sage, oh nee, das war jetzt vielleicht nicht so das Richtige, dann ziehe ich einfach einen neuen Stil an die Seite. Wir sehen, es ändert sich die Darstellung, der Buchtitel, alles wird hier geändert und ruckzuck habe ich, wir sehen es, einen neuen Entwurf. Jetzt sind die Fotos hier noch nicht ganz genau platziert. Das kann ich gleich hinterher alles noch von Hand ändern. Aber wir sehen schon, der Entwurf sieht aus als eben. Und ich kann hier weiterschauen, einfach in unseren Stilen in der Auswahl. Und ich möchte Ihnen hier einige Stile empfehlen. Achtung, super toll, Fotokreise. Ich ziehe ihn nach rechts und schauen Sie mal, wie cool das auf einmal aussieht. Jetzt werden alle Fotos im Buch als Kreis dargestellt. Ich finde den einfach granatenscharf. Anders kann ich es nicht sagen. Schauen Sie mal, wie der Einband aussieht. Also hier wird jetzt durch diesen Stil natürlich immer wieder eine andere Darstellung hervorgehoben. Wem das alles zu verrückt ist, der ist etwas dezenter mag, der geht einfach nach oben und findet hier Weiß-Collage. Auch ein ganz dezenter Stil. Wir sehen es. Ein großes Bild, Buchtitel ist wieder da, vorn und hinten, die Fotos mit Rahmen, ganz ordentlich angeordnet. Also hier hat sich wirklich was getan und ich finde diesen Entwurf schon für nicht viel Gestaltung eigentlich ganz gut. Ich kann also hier tatsächlich über die Auswahl der Stile immer wieder eine andere Optik im Buch erzeugen und Sie dürfen das gerne auch mal probieren. Nehmen Sie einfach einen Stil, ziehen Sie ihn auf die Seite, fertig ist das Ergebnis und so kann man sich hier passend vielleicht zu seinem Thema einen auswählen. Dieses Fenster weiß umrahmt in unserer Stilauswahl finde ich mega scharf. Platz, Hintergrund, schöne Seitenaufteilung, Bilder sind gerahmt, auch das kann man wirklich machen und Achtung, wenn ich jetzt in der Ansicht rechts einfach nur die Seitenanzahl erhöhe, werden es durchschnittlich weniger Fotos auf der Seite. Ich mache das mal und schon ändert sich wieder die Arbeit des Assistenten. Schauen Sie mal. Ist das nicht verrückt? Ruckzuck wird also jetzt hier auch am Stil geändert. Und wenn Sie viele Fotos im Buch haben, ist das eine wirklich coole Geschichte. Also wenn ich hier die Seitenanzahl oder die durchschnittliche Menge Fotos pro Seite ändere, wird wieder deutlich hier im Entwurf oder im Vorschlag des Assistenten geändert. Also, wie ich finde, eine sehr schöne und einfache Möglichkeit hier
mal einen Entwurf zu bekommen. So, jetzt sagen vielleicht viele, ja, das ist jetzt nicht richtig gestaltet. Klar, ja. Jetzt dürfen und können Sie hinterher von Hand eingreifen. Das ist also praktisch nur die Vorarbeit unseres CW-Fotobuchassistenten. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist etwas, damit kann ich jetzt schon einmal leben. Ich möchte jetzt hier natürlich hier und da die Fotos vielleicht anders platzieren, anordnen, größer, kleiner machen. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Dann klicken Sie einfach unten rechts in diesem Ansicht im Fenster, jetzt habe ich den Begriff, also in diesem geöffneten Fenster unten rechts, auf Vorschlag prüfen und bearbeiten. Das mache ich jetzt mal. Und automatisch landen wir jetzt direkt in der Gestaltungssoftware. Die Arbeit des Assistenten ist vorbei. Jetzt sind Sie gefordert. Und jetzt kann ich natürlich alles das, was ich jetzt hier vielleicht nicht ganz so schön finde oder gelungen finde, ändern. Und dafür stehen Ihnen jetzt alle Werkzeuge und Funktionen der Gestaltungssoftware zur Verfügung. Ein Beispiel. Ich möchte das Bild anders ausrichten. Ich klicke im Arbeitsbereich hier auf das Foto und kann es mit gehaltener linker Maustaste, wir sehen es, ausrichten im Rahmen. Ich kann Bilder tauschen. Ich ziehe das Foto von einem Platzhalter in den nächsten. Ich ersetze das Foto auf der Seite durch ein anderes. Ich ziehe einfach ein neues Foto an diese Stelle. Jetzt kann ich also wirklich eingreifen. Und das ist hier recht schnell möglich. Schauen Sie mal, ich richte aus. Und jetzt habe ich hier fast das gleiche Bild. Jetzt zoome ich mit dem Rädchen der Maus hier hinein und kann so das gleiche Bild einfach nochmal anders zeigen. Also hier machen sich wirklich die Funktionen der Software super bemerkbar und angenehm in der Gestaltung. Und allein mit dem Zoomen, mit dem Ausrichten, kann ich schon ganz viel schöne Gestaltung umsetzen. So, wenn mir jetzt hier irgendetwas vielleicht fehlt oder nicht auf die Seite passt, mache ich Folgendes. Ich klicke auf ein Foto, entferne das Bild, zweimal geklickt, und jetzt ziehe ich einfach diesen Vorschlag in die Breite und schon habe ich wieder geändert. Also, ich glaube, hier kann man richtig viel und vor allem richtig schnell ändern. Und das ist mit einem guten Vorschlag des Assistenten hier wunderbar machbar. Natürlich können Sie jedes einzelne Foto auch noch in der Form, in der Größe, in der Position verändern. Beispiel, Sie klicken auf ein Foto und können jetzt mit diesen roten Anfassern an den Ecken das Bild hier verkleinern, aber auch klar vergrößern, ja, über die Buchmitte vielleicht hinausziehen. Oder ich möchte das Format ändern und möchte jetzt hier, warum auch immer, einfach das Bild größer machen. Ich habe also alle Anwendungsmöglichkeiten der Software. Und man könnte sogar unten links in unserer Software in die Seitenlayouts klicken und könnte sich jetzt, wenn man möchte, ein anderes Seitenlayout hier auswählen. Ich ziehe das jetzt hier einfach mal, halt, das war das Gleiche, auf die Seite und schon wäre wieder eine Änderung vorgenommen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Hintergründe. Wenn Sie sagen, naja, der Hintergrund, der gefällt mir nicht, ich hätte gern einen anderen, öffnen Sie unten in unserer Software links diesen Bereich und ziehen einfach einen Hintergrund auf die Seite und ruckzuck sehen wir, ist jetzt hier eine Änderung auf der Seite vorgenommen mit wenigen Klicks. Das, was der Assistent nicht kann, ist natürlich Texte schreiben. Auf dem Einband ganz vorn, da gehen wir nochmal zurück, in der Seitenauswahl unten, kann ich jetzt hier schieben, sehen wir, steht der Buchtitel. Das ist klar, das hat er übernommen. Aber auf allen anderen Seiten ist natürlich hier kein Text zu sehen. Aber Sie können natürlich jetzt hier Texte einfügen. Dafür gibt es unsere Textwerkzeuge. Und ich klicke jetzt hier einfach mal ganz oben in den Textwerkzeugen auf Neuer Text. Und jetzt klicke ich noch einmal auf der Buchseite. Damit ist so ein Textrahmen hier zu sehen. Über die roten Anfasser vergrößere ich. Und dann kann ich jetzt hier meinen Text schreiben, Surfen in Kapstadt mit Papa. So, schwarz auf schwarz ist immer sehr schön. Jetzt nehmen wir mal hier einen weißen Hintergrund rein. Aber natürlich kann ich auch meinen Text bearbeiten. Also ich markiere diesen geschriebenen Text im Textplatzhalter. Und jetzt kann ich mit den Textwerkzeugen hier meinen Text natürlich bearbeiten. Ich kann die Schriftarten, die Schriftgröße auswählen und so weiter und so fort. Also hier kann ich jetzt natürlich meine Einstellungen vornehmen. Und
Ich kann den Text an eine von mir gewünschte Position verschieben. Indem ich jetzt hier auf diesen roten Anfasser mit diesen vier Pfeilen klicke, halte die linke Maustaste gedrückt und kann jetzt also so meinen Text auf der Seite verschieben. Brauche ich einen zweiten Text, klickt man wieder oben, neuer Text, wieder auf der Seite, hat einen nächsten Platzhalter, macht ihn größer und schreibt dann seinen Text. So kann ich jetzt ohne großen Aufwand sehr schnell, sehr einfach einen Vorschlag für mein CW-Fotobuch erhalten und dann hinterher über das Bearbeiten dieses Vorschlages dann, ich sage einfach mal, das Ganze schick und schön machen. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, das dauert jetzt hier nicht lange. Und das ist genau der Punkt. Dieses Gestalten, ich gehe jetzt mal zurück in unser heutiges Seminarbuch, dieses Gestalten über beide Wege, wir sehen es jetzt hier, Vorschlag erstellen oder leeres Buch gestalten, das müssen Sie selbst entscheiden. Gerade für Einsteiger oder für die Projekte, die einfach schnell gehen möchten, weil ich einfach nur die Fotos in einem Buch als Erinnerung aufbewahren will. Es geht nicht darum, dass es bis ins kleinste Detail gestaltet ist, sondern ich möchte vielleicht einfach nur ein paar Fotos als Erinnerung an diesen schönen Moment verschenken oder festhalten in einem Buch. Dafür ist dieser Weg über den Assistenten hervorragend geeignet. Und vor allem, ich habe hinterher alle Funktionen der Gestaltungssoftware, mit denen ich dann diesen Vorschlag schick und schön machen kann. Also der letzte Schliff. Das ist also praktisch dann die Arbeit. Entscheiden Sie selbst, was Sie dort für einen Weg gehen möchten. Ich empfehle Ihnen, diesen Weg mal zu probieren mit einem kleinen Projekt. Das ist also nichts für 800 Urlaubsbilder oder für 500 Fotos einer Weltreise, sondern das ist wirklich vielleicht der Moment, den man festgehalten hat. Das Skiwochenende, der Wanderausflug, die schöne Feier oder einfach das Familientreffen oder die Gartenparty oder vielleicht einfach nur die schönsten Grillrezepte, die Sie zusammenstellen möchten. Also hier kann man tatsächlich ruckzuck einen Vorschlag bekommen. Wir kommen gleich noch zu dem Wichtigsten vorab, das werden wir uns gleich noch sehen. Ich möchte hier noch einmal ganz kurz diesen Weg auch zeigen. Wenn ich also in die Auswahl hineingehe, kann ich natürlich im Vorfeld mir diese Entscheidung, welches Buchformat, welches Papier wähle ich aus, welches Format wähle ich, so ein bisschen erleichtern. Das Programm bietet Ihnen dann noch einiges an Informationen, an zusätzlichen Informationen für die Entscheidung. Und dann kann es praktisch in die Gestaltung hineingehen. Man wählt also diesen Weg Vorschlag erstellen und dann geht man diese zwei Schritte, Bildauswahl, Stile auswählen und dann kann man praktisch ergänzen oder in die Bearbeitung direkt starten. Und gerade solche Seiten, die kann natürlich jetzt der Assistent nicht erstellen. Er kann keine Doppelseiten gestalten, das kann er noch nicht. Aber ich kann sie mir, wir sehen es ja, ruckzuck auch selbst dann erstellen. Wir haben es gesehen in dem Vorschlag, ich entferne vielleicht ein Bild oder ziehe es einfach größer. Wir zeigen das hier vielleicht einfach mal auch mit diesen beiden Fotos. Alles lässt sich ja hinterher verändern, bearbeiten, neu ordnen. Also das sind ja alles Funktionen, die das Programm hier bietet. Und so kann ich eben diesen Entwurf des Assistenten, wenn ich möchte, ruckzuck umbauen. Ich zeige jetzt hier einfach mal ja, so ein, zwei Möglichkeiten, die man hier hat. Ich wähle den Bildausschnitt und schon habe ich wieder, wir sehen es, immer wieder eine andere Optik. Also das geht sehr, sehr gut. Diese Gestaltung in der Gestaltungssoftware, die schließt man dann, wie gesagt, ab durch die Funktion bearbeiten. Und so kann ich also dann alles das, was vom Assistenten gemacht wurde, ändern. Und ich kann das natürlich auch klar speichern. Und nochmal, dieser Stil mit den runden Fotos, ich finde den granatenscharf, anders kann ich es gar nicht sagen, weil er einfach mal was ganz anderes ist. Und gerade für solche schnellen Bücher, für lustige Gestaltung, für lustige Ideen ist er super geeignet. Die Funktion zum Einfügen von Texten, zum Verschieben von Fotos oder Verändern der Fotos sind hier auch nochmal von mir aufgeschrieben. Also das finden Sie alles im Buch, sodass Sie damit wunderbar arbeiten können. Und das ist also mein erster Weg für die schnelle CW-Fotobuchgestaltung. Jetzt wollen wir aber mal zu einem zweiten Thema kommen und dazu öffne ich nochmal unser Seminarbuch. Ich sage hier einfach mal öffnen.
Also, das war der Weg über den Assistenten. Schnell, einfach, hinterher bearbeiten, Feinschliff. Der zweite Weg, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist unsere App. Und mit dieser App gestalte ich auf mobilen Geräten, also auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Idealerweise haben Sie ein Tablet, weil einfach der Bildschirm größer ist, aber es geht natürlich auch auf dem Smartphone. Ich mag es dann nicht ganz so klein, so gern, aber auf allen Geräten kann ich arbeiten. Also Play Store bedeutet, ich kann die App kostenlos aus dem Play Store für Android-Geräte laden. App Store bedeutet, ich lade das Programm, also die App, kostenlos für alle iOS-Geräte und da kann ich sie praktisch verwenden. Diese App lade ich herunter. Ich installiere sie praktisch auf meinem Gerät. Was ist eine App? Es ist einfach ein Programm. Und damit kann ich, wir sehen es jetzt hier unten, einmal die CW Fotowelt App oder die CW Fotobuch Pure. Und da reden wir auch gleich drüber, App herunterladen. Mit beiden kann ich CW Fotobücher machen, mit der CW Fotowelt sogar noch mehr Produkte. Wir sehen das hier oben, da kann ich sogar dann Postkarten verschicken, direkt vom Gerät in alle Welt. Das ist wirklich mega klasse. Ich kann Kalender gestalten, ich kann für mein Smartphone oder Tablet sogar Hüllen oder Cases bestellen. Also das ist hier ganz nett. Und mit der CW Fotobuch Pure, da zeige ich Ihnen gleich live in der Kamera hier, wie das aussieht, kann ich ein Buch machen und das geht, ich sage es einfach mal, in 3 Minuten. Also das ist wirklich relativ schick. Jetzt wollen wir uns aber erstmal die CW Fotowelt anschauen. Also ich installiere praktisch das Programm kostenlos, lade es herunter, tippe dann auf den Button, kann dann, wir können ja mal Folgendes machen. Ich halte es mal in die Kamera. Also das wäre jetzt theoretisch die Live-Vorführung. Ich glaube, das sieht man ein bisschen schlecht. Das ist also die App, die ich starte, ja, und kann also jetzt hier dann intuitiv meine Gestaltung vornehmen. Hier unten blättere ich dann die Seiten. Hier oben habe ich dann Zugriff auf Fotos, Layouts, Hintergründe, Texte und kann auf dem Tablet oder Smartphone das Buch gestalten und kann mit meinen Fingern ja die Bilder größer ziehen, Ausschnitte machen. Das geht eigentlich von der Gestaltung noch viel einfacher als im Gestaltungsprogramm, nur dass ich eben nicht so viele Anwendungen habe. Das ist jetzt erstmal kein Nachteil. Warum ist das so? Weil natürlich so eine App, also so ein Programm, recht klein sein muss für die Verwendung auf einem mobilen Gerät, das ist klar, weil sonst alle anderen Anwendungen vielleicht auf dem Gerät nicht mehr funktionieren. Also weniger Anwendung, aber dafür einfach eine coolere und schnellere Gestaltung. Ich gehe also hier Seite für Seite durch, wähle auch das Format, wähle das Papier. Das kann ich alles machen, kann meine Fotos einfügen, kann sie auch bewegen, verschieben. Das ist alles hier überhaupt kein Thema. Und kann auch Texte schreiben, Schriften auswählen. Also eigentlich auch ganz einfach gemacht. Und am Ende, das ist schon die Postkarte, bestelle ich dann. Wie bestellt man über eine App? Ganz einfach. Ich muss mich dann einmal registrieren. Registrieren bei einem Anbieter, das ist völlig klar. Also wenn Sie was im Internet kaufen, will derjenige, der Ihnen etwas verkauft, wissen, wer kommt da eigentlich, wer kauft denn hier bei mir? Und so legt man einen sogenannten, ich zeige das mal, Account an, also ein Konto. Und kann dann eben, ich klicke mal hier in die CW Fotowelt hinein, über dieses Konto, was ich eingerichtet habe, eben kaufen. Dahinter legt man die Bankverbindung, die Adresse, natürlich auch, wo soll hingeliefert werden und so weiter. Und dann kann man alle diese Produkte hier eben im Netz kaufen. Und das gilt eben auch für unsere App und kann also so die Gestaltung dann direkt auf dem mobilen Gerät umsetzen. Ich gehe nochmal hinein in unsere Gestaltung und kann dann über diesen angelegten Account, der mit einem Passwort geschützt wird und natürlich mit Ihrer E-Mail-Adresse, dann die Dinge erwerben, kaufen und dann bekomme ich das nach Hause geschickt. Also eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich suche jetzt hier nochmal einen Hinweis. Wichtig ist, dass egal was Sie im Netz machen, wissen, es gibt immer auch Reklamationsmöglichkeiten, es gibt Dinge, wie Sie mit uns in Kontakt geben können. Hier haben wir die Zahlungsarten. Also da gibt es alles, was man eigentlich so für die Bezahlung her auch kennt. Sie können auf Rechnung kaufen. Wenn Sie über die App kaufen, kaufen Sie aber über Ihren Account. Da ist das also hinterlegt. Alles andere lässt sich auf Rechnung kaufen. Also
Hier ist eine Menge Sicherheit auch für Sie im Netz geboten, sodass man da keine Angst haben muss. Sie bekommen natürlich eine Benachrichtigung und so weiter und so fort. Also das ist die CW Fotowelt App. Und die ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, und da machen wir jetzt hier einfach mal den Sprung zum CW Fotobuch Pure. Und wer das noch nicht ausprobiert hat, der sollte es mal machen. Etwas, was ich so klasse finde, weil es so einfach ist. Und das können Sie tatsächlich auch auf dem Smartphone machen. Ich aktiviere jetzt hier mal nochmal die Kamera. So sieht das gute Teil aus im Original. Es hat hier so eine Schutzhülle. Ja, das ist diese graue, die wir hier gleich nochmal sehen. Und da steckt das Buch drin. Und wie entsteht das Buch? Ich mache nichts weiter, als dass ich in der App 22 Fotos auswähle. Ich klicke da einfach nur drauf. Und dann wird auf jeder Seite ein Bild hier eingefügt. Und ich habe das mal so für meine Tochter aus dem letzten Urlaub mit ihrer Freundin, so muss ich es zeigen, gezeigt. Ruckzuck haben sie hier also einige Fotos drin. Jede Seite eins, das lässt sich auch nicht ändern. Und das ist aber das Einfache daran. Und es sieht, ich gehe mal ein Stück zurück, einfach cool aus. Und das ist eine wirklich coole Geschichte. Ich zeige es nochmal. Also auf dem mobilen Gerät wähle ich jetzt CW Fotobuch Pure. Das ist eine eigene App. Also wenn ich das machen will, lade ich diese App wirklich separat herunter. Und dann macht man Folgendes. Wir sehen hier die Produkte. Ja, also so sieht das gute Stück aus. Dann macht man Folgendes. Man sucht einfach 22 Fotos aus. Man sagt, ich gebe die Fotos frei. Dann tippt man einfach auf die 22 Fotos. 10 Sekunden dauert das. Und dann bekomme ich im Format 15 x 15 cm Hardcover mit wirklich bester Qualität, matte Innenseiten in wirklich guter Druckqualität meine Fotos. Und so habe ich dann auf jeder Seite genau das Bild in Originalgröße, ob nun Hochformat, Querformat, irgendwas anderes, alles da. Und das wird in diesem Schuber, in diesem extra einen Schub hier nochmal verpackt. Sieht extrem edel und wertig aus und das ist es auch. Nachhaltig, wirklich auch höchste Papierqualität, die wir hier verwenden, aus nachhaltigem Anbau und was weiß ich, was da alles ist. Also hier habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten der Gestaltung. Also CW Fotobuch Pure. Ich schicke dann praktisch die Bestellung direkt vom Smartphone weg und bekomme dann in Kürze eben dieses komplette Buch mit diesem Schuber hier zurück. Sieht sehr wertig aus. Sie brauchen es praktisch nur noch einzupacken. Dann haben Sie ein mega Geschenk. Also ganz, ganz schnelle Gestaltung. Ich glaube, die schnellste überhaupt. Durch dieses Auswählen der 22 Fotos ist das wirklich simpel und nochmal nachhaltig zertifiziert aus wirklich beste Papierqualität mit eleganter Schmuckgestaltung. Wir sehen das hier und so kann ich mal wirklich ganz flott von unterwegs die schönsten Momente in einem Buch festhalten. Das kann ich wirklich irgendwo im Restaurant auf der Terrasse am See, wo ich Internetverbindung habe, erstellen, wegschicken und habe dann 3 Tage später das fertige Produkt zu Hause. Das muss man mal ausprobieren und es ist wirklich ein extrem persönliches Geschenk in Windeseile gestaltet. Also Sie merken, ich mag es sehr und habe es auch schon ausprobiert. Es gibt da eine ganz, ganz einfache Bedienungsanleitung hier bei uns. Also wie gesagt, nur die Bilder auswählen, fertig. Dann können Sie sich das alles im Vorfeld anschauen. Sie geben den Buchtitel ein und könnten sogar auf der ersten Seite noch einen Text einfügen. Und fertig ist das Ganze. Ich habe da so ein kleines persönliches Grußwort reingeschrieben. Macht irre viel Spaß. Probieren Sie es mal aus. CW Fotobuch Pure. Und jetzt gehen wir mal zurück in unser heutiges Seminarbuch. Also 3 Wege der Gestaltung. Der Assistent hilft ganz schnell, wenn man mit der Gestaltungssoftware doch viel kreativer dann vielleicht arbeiten möchte am Ende, hat aber schnell einen Vorschlag. Die App, und zwar die CW Fotowelt App, super geeignet. Ich kann also zusätzlich zu den CW Fotobüchern noch andere Produkte gestalten und erstellen. Habe dort gute Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Smartphone oder Tablet oder eben dann die CW Fotobuch Pure App, bei der ich dann nur im Prinzip 22 Bilder auswählen muss, den Titel kurz eingebe, bestellen, fertig. Das geht also am allerschnellsten. Also egal welchen Weg Sie mal für sich ausprobieren möchten, Sie sollen immer eins wissen,
Alle Wege führen natürlich zu einem CW-Fotobuch und es gibt deswegen unterschiedliche Wege, weil eben vielleicht das ein oder andere Thema ein wenig aufwendiger gestaltet wird, das andere geht schneller, dafür ist es aber nicht weniger schlecht oder weniger wert, sondern es ist immer etwas ganz Persönliches. Und wie Sie das dann schick und schön gestalten, wie Sie dann vielleicht noch viele Funktionen mehr entdecken, die in der Gestaltungssoftware hier zu finden sind, das wollen wir Ihnen natürlich auch in den nächsten Webinaren verraten. Hier habe ich Ihnen noch einmal auch zur CW Fotobuch Pure App einiges ganz kurz hier als sogenannten Screenshot oder als kleines Bild hier eingefügt. Probieren Sie es gerne mal aus. Es macht riesig Spaß. Oder eben die CW Fotobuch App, also als CW Foto Welt App, so richtig gesagt. Damit kann ich also dann CW Fotobücher, Kalender, Wandbilder, Grußkarten machen und das Coolste überhaupt sind die Postkarten. Die kann man gestalten und direkt verschicken. Also das hat wirklich was Besonderes. Also eine ganze große Erlebniswelt rund ums CW-Fotobuch. Bis dahin. Ich hoffe, Ihnen hat das schnell zum CW-Fotobuch heute gefallen. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche allen jetzt viel Spaß beim Ausprobieren, ob mit dem Assistenten, mit unseren tollen Apps oder mit der Gestaltungssoftware, das ist egal. Viel Spaß beim Gestalten und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas.